ihr als Team aufgetreten, natürlich wieder zur diesjährigen Essen Motor Show und präsentieren unsere Produktneuheiten. Drei atemberaubende Fahrzeuge für unsere Kunden und stehen unseren Kunden, Fans, Freunden und Besuchern natürlich für jede Frage parat und beantworten diese gerne. Ihr habt ja einmal diesen wahnsinnigen Mercedes hier stehen. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Gerne, aber da gebe ich dir auch eine Frage. Weißt du, was das ist? Es ist definitiv schon mal ein Mercedes. Ja, es ist schon mal gut. Ja, es ist ein spezieller SLR. SLR? Nein, auch nicht. Nee. Also, hierbei handelt es sich um einen sehr, sehr seltenen und exklusiven AMG Black Series, also die Basis vom GTR Black Series und dann als Sonderedition P1. Ich habe dich extra gefragt, nicht um dich vorzuführen, weil deine Antwort ist vollkommen normal, weil viele kennen das Auto gar nicht, weil es so selten und exklusiv ist. Na, denn es ähnelt ja auch eher mehr dem klassischen SL, muss man ja schon sagen, von der Grundform viele her. Viele kennen ja dieses neue Hypercar, den AMG One. Ja. Und wenn du die Möglichkeit bekommen hast, einen AMG One bestellen zu dürfen, den es ja nur limitiert etwas über 200 Stück gibt oder gab, hat man eine Zusatzoption bekommen, dieses Auto dazu kaufen zu können. Das heißt, dieses Auto ist extremst limitiert und wenn du den auf der Straße siehst, weißt du, der Besitzer hat auf jeden Fall einen AMG One bestellt für 3 Millionen. Und davon waren mal ursprünglich geplant knapp 250, 275 Einheiten. Es gibt aber nur 175 Stück. Übelst selten, sehr, sehr exklusiv, extrem teuer und man wird wahrscheinlich nie einen auf der Straße sehen. Und ja, dieses Fahrzeug haben wir als Messeexponat zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Mercedes und stellen den aus, haben Rennfedern dafür zur Optimierung verbaut. Ja. Die Frage, wo steht das 3 Millionen Stück? Wie bitte? Die Frage wäre, wo steht das 3 Millionen Stück? Ja, da muss man Mercedes fragen, denn die Autos wurden ja noch nicht alle ausgeliefert. Das ist natürlich schade. Genau. Aber was für Federn hat oder generell? Wir haben dieses Fahrzeug verfügt über ein Gewindefahrwerk ab Werk und wir haben die Rennfedern neu ausgelegt, noch mal ein bisschen verfeinert und perfekter abgestimmt und die haben wir in diesem Fahrzeug verbaut und bieten auch diese exklusiv an. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann habt ihr natürlich hier noch, das klassische Sortiment, sagen wir es mal so, hier mit aufgelistet. Genau, richtig. Magst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ja, also aufgelistet haben wir hier unsere Gewindefahrwerksapplikation. Natürlich nur ein kleiner Auszug. So von den gängigsten neuen Modellen, von Mercedes, Volkswagen Golf 8 zum Beispiel, die gesamte Plattform Hyundai i30N, auch sehr, sehr berühmt und beliebt. Den Mercedes C63 Vorderachsfederbeine, immer die Vorderachsfederbeine, komplett mit den Anbindungen, mit Domlagern. Dass der Kunde sich halt hier vorstellen kann, wie sieht sowas denn eigentlich wirklich aus, wenn es nicht im Fahrzeug verbaut ist. So, dass man dem Kunden auch, wenn er Fragen hat, direkt hier erklären kann, darauf eingehen kann, Verstellbereich, wie ist das Ganze adaptiert. Genau, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das als Kunde auch so ein bisschen besser wahrnehmen kann. Wo sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrwerken? Welche Sachen kann man spezieller einstellen und welche halt nicht? Und, weil der Kunde ist, der kauft das Fahrwerk, dann ist es am Ende im Fahrzeug verbaut. Klar, wenn er das Paket erhält, man öffnet das Paket, guckt einmal rein, aber man hat ja auch diverse Fragen. Und bevor der Kunde das bestellt, kann er diese Fragen uns hier stellen. Wir gehen auf das Produkt ein, erklären ihm das und dann ist der Vorfreude natürlich umso größer, wenn das Paket kommt und dann im Fahrzeug verbaut wird. Dann weiß er nämlich genau und hat verstanden, was er da eigentlich wirklich im Auto hat, wie es aussieht und was es macht und wie es funktioniert. Wunderbar. Genau. Ja, dann habt ihr hier so einen sehr, sehr schönen Porsche stehen, auf Rallye getuned. Ja, also ein One-of-One, kann man so sagen. Und zwar Burkhardt Industries aus Düsseldorf, ein sehr guter Freund des Hauses, der Firma H&R, hatte eine Vision. Man kennt aus der früheren Porsche-Historie diese Dakar-Umbauten. Jetzt hat zum Beispiel Porsche den 992 Dakar angeteasert und bringen ihn. Und Burkhardt Industries hatte vor 3 Jahren schon die Idee gehabt, einen alten klassischen 911er auf diese Safari-Rallye-Abstimmung umzubauen. So, und dann ist er natürlich an uns herangetreten, sagt er, ich habe ein Projekt, ich habe ein Fahrzeug, möchte ich so und so umbauen, wie könnt ihr mich unterstützen? Er muss höher gelegt werden, das Fahrwerk muss angepasst werden. Nun handelt es sich bei der Basis hier um einen G-Modell Porsche, hat an der Hinterachse Drehstäbe. Haben wir natürlich die komplette Hinterachse Drehstäbe ausgebaut und haben ein richtiges Gewindefahrwerk entwickelt, was mit dieser Höherlegung und mit den Fahreigenschaften auch d'accord geht und halt auch funktioniert. Weil dieses Auto, so schön wie er ist,
wird auch extrem bewegt und springt auch teilweise im Gelände. Also nichts für die normale Straße, sagen wir es mal so, oder? Auf jeden Fall möglich. Er fährt auch damit in Düsseldorf über der Kö. Findet auch immer wieder sehr lustig selber. Aber wir haben auch Videos, wo er mit dem Auto, das Video kann ich euch gerne schicken, können wir das einblenden, fliegt er mit dem Ding teilweise richtig im Gelände über Kuppen und alle vier Räder sind in der Luft. Also das Auto funktioniert auch richtig gut. Ne? Wahnsinn. Und, ja, wurde komplett umgebaut von der Karosserie, von Getriebe, Motor, Achsen, dass das Auto so an sich auch als Rallye-Wagen funktioniert. Und nicht dieser typische 911er, den man vom Café sieht oder in der Innenstadt, der ein bisschen daherfährt. Ja, das ist ja so das Typische, was man ja sonst hat. Aber das ist schon was Spezielleres, so ja. vom Grundgedanken her. Genau. Ihr habt ja zum Thema Grundgedanken, habt ihr hier natürlich auch nochmal die neue Generation Richtung Elektrofahrzeuge. Gerade bei Elektrofahrzeugen ist es ja so, die sind ja in der Regel ja ein Tick schwerer als der normale Pkw. Ja, ein Tick schwerer ist sogar schon fast untertrieben. Also ja. Wir reden hier schon von einem massiven Gewichtszuwachs. Natürlich ist die Elektromobilität auch für uns sehr wichtig. Ja. Wir können uns das mal ein bisschen dichter nochmal anschauen. Vielleicht nochmal einmal drumherum wandern, weil noch ein paar Leute mehr noch stehen. Ja. Erzähl uns nochmal hier was zu dem schönen ID. Buzz. Ich glaube, das ist ja letzten Endes ja auch ein sehr, sehr beliebtes Modell. Ja. Ich habe gelesen, dass doch die Wartezeit doch relativ hoch wird jetzt. Genau. Also sehr beliebt, ID. Buzz, voll elektronisch. Ist eine Anlehnung an den damaligen T1, T2, also T1 eher mit der Front. Und jetzt haben viele das Fahrzeug gesehen und ich sag mal, die Geschmäcker, also gerade die Klassikliebhaber, sind natürlich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die sehen das Fahrzeug oder auch gerade die aktuell einen Bus fahren, wie T5, T6, T6.1 oder sogar T7, haben natürlich jetzt hiermit manche Schwierigkeiten, manche weniger. Aber die Schwierigkeiten hatten, darunter zähle ich mich auch, hab das Fahrzeug Serie gesehen und war erstmal so skeptisch. Funktioniert das, ne? Mit der Standhöhe, Serie, sehr hoch, schmale Reifen. Ja, dann haben wir uns das Projekt angenommen und haben uns überlegt, wie können wir das Ganze verfeinern und vor allem auch effizienter für die Elektromobilität gestalten. Denn ich meine, klar, wir wissen alle, CW-Wert, Tieferlegung beeinflusst positiv, Fahrwerk. Auto muss natürlich erstmal tiefer. Wir haben hier eine 70 mm Tieferlegung erzielen können. Ja, das sagen wir es mal so, da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Man hat einen Verstellbereich, wir könnten sogar noch 20 mm in die Höhe. Okay. Ja. Aber haben eine Maximaltieferlegung von 70 mm erreicht, auch natürlich mit Zulassung. Haben von der Firma OZ MSW einen 21 Zoll Radsatz noch dazu gesponsert bekommen und die Firma Goodyear war so lieb und hat noch die Reifen bestückt. Fahrzeug sieht meiner Meinung nach jetzt wirklich komplett anders aus, positiv. Auf jeden Fall einen Hingucker, gerade für die Messe extrem passend, denn die ganzen Busliebhaber, wirklich, das Auto zieht die wie ein Magnet an. Ja, ich muss auch sagen, also der ID. Buzz gefällt mir von seiner Formgebung halt sehr, sehr gut. Es gibt natürlich noch das Pendant dazu, das ist ja der aktuelle T7. Genau. Ich würde sagen, die Community würde ja sagen, das hässliche Endline 2.0. Ist immer eine Geschmackssache. Genau. Der eine mag es, der eine ein bisschen weniger. Kann man nicht pauschalisieren. Genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass da gerade in diesem Elektrobereich dann entsprechend auch Produkte von euch angeboten werden. Wir haben ein sehr großes Produktportfolio für Elektrofahrzeuge, sei es jetzt auch Teslas, die ganzen Volkswagen oder Skoda Enyaq, also diese ganze Plattform ID3, 4, 5 und auch viele weitere Fiat 500e und alles haben wir wirklich immer Federn für, Distanzscheiben für, selbst sogar für die Teslas Stabilisatoren für. Für die ein oder anderen Modelle werden wir jetzt auch Gewindefahrwerke nachschieben. Also ist auf jeden Fall immer mit bei uns oben auf der Prio-Liste, weil das kommt halt immer mehr. Ob sich es in der Zukunft halten wird oder nicht, das ist in den Sternen geschrieben, das weiß niemand. Aber wir möchten die Möglichkeit einfach da bieten, dass wenn der Kunde solch ein Fahrzeug erwirbt, auch dann eine Modifikationsmöglichkeit mit unseren Artikeln erhält. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem kleinen Rundgang hier bei H&R. Vielen, vielen Dank, Silo. Danke euch. Und willst du noch ein paar Sachen erzählen? Besucht uns hier auf der IMS, würde ich ja, sagen. Ja, sehr gerne. Ihr seid herzlich willkommen. Natürlich auch eure Kollegen, die uns hier wirklich stark unterstützen. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank an das Team von DF Automotive. Wir sind in der Halle 7. Nicht zu übersehen. Die Farbe blau-weiß ist eigentlich sehr präsent. Kommt gerne zum Stand. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne. Wir stehen für euch bereit. Und ja, viel Spaß, viel Erfolg für euch noch. Und wir sehen uns. Alles klar.